die Kitas kommen rein mit gleichem Sack und im Ding. Deswegen greife statt im Ton nach euren wertlosen Seelen. Dieser Erd macht doch Tech-Promi der B-Klasse. Rapper rappst so weiblich, du machst dich bestimmt als Hebamme besser. Er ist in Keta-Kids, Top-Favoriten dieses Knecht-Battles. LBA 2, das ist Goethe gegen Dreckstext. Den wisch ich einfach weg, Digga, Scheibenwischer-Style. Das ist wie Flächenversiegelung und dann kommst du nicht mehr rein. War das für dich zu eloquent? Du hast hier nichts mehr zu suchen. Ey, ich sage eloquent und dieser Pisser muss googeln. Ey, die Scheiße, die ihr rappt, die verdient keinen Applaus. Darum hängen wir euch an den Strings unserer Beats einfach auf. Alter, wieder gebrauch ich den Endreim weiter. Ihr seid nur Boss in eurem eigenen Laden, Franchise-Leiter. Mit enger Sicht am Stacken wie ein chinesischer Maurermeister. Wir stehen wie der Hausdachleiter im Leben mit Auraschleier. Sind in jedem Scheiß-Bädel die stetigen Außenseiter. Doch fegen euch raus im Time. Ihr steht vor der Trauerfeier und fragt euch dann ständig selbst: Ey, wie geht's da draußen weiter? Na, ihr geht's unter die Erde, schwedische Saunafeier. Du willst Taten von mir sehen? Ja, dann guck mir aufs Bewährungszeugnis. Unter anderem Lungertod, der Schuss gebraucht hat P90. Du denkst wirklich, dass dir deine dumme Frau auf ewig treu ist? Nuttensohn verguckt dich und sie schläft mit euren Ekelfreunden. So wie jedes Mal beginnt eine Geschichte, die einen Eindruck hinterlässt. Durch die Regelwahl der Schimpfwörter wird von uns die Streitkultur refreshed. Es sind K zum E zum G zum A. Wir sagen so wie jedes Mal, die Reimstruktur perfekt ist. Und mit dem Sound, den ihr liefert, sieht man euch am Rande abkratzen. Streichholzschachtel, Rap, Rap, Rap.